Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um ein komplett neues, naja, nicht komplett neues Thema, aber um so ein richtig anderes Thema, und zwar Funktionen. Funktionen sind extrem praktisch und ihr werdet Funktionen mehr als nur einmal benutzen in eurem Leben, höchstwahrscheinlich in jedem Programm, das ihr schreibt, mindestens 50 Mal, je nachdem wie groß es ist. Aber ihr werdet die Dinger brauchen. Warum braucht man Funktionen? Damit man Code auslagern kann. Das heißt, Code, den ich mehr als nur einmal aufrufe, den lagere ich in eine Funktion aus und manchmal sogar den, den ich nur einmal aufrufe, damit ich eben am Ende nur einen einzigen Funktionsaufruf habe und aber, also quasi eine Zeile, aber es werden in Wahrheit dann 50 Zeilen oder sowas ausgeführt, je nachdem eben, wie lang eure Funktion ist. Und ihr müsst nicht copy-pasten, dabei passieren nämlich die meisten Fehler. Und deswegen hat man sich gedacht, Mensch, Funktionen wären doch eine tolle Sache. Manche Programmiersprachen haben wirklich nur Funktionen als Grundlage, also alles ist eine Funktion, andere wiederum haben, alles ist ein Objekt, dazu werden wir noch kommen, wenn wir soweit sind. Und ja, wir wollen uns heute angucken, wie solche Funktionen aussehen. Wir werden heute erstmal mit der untypisierten Variante, also wir werden erstmal so arbeiten, als hätten wir keine Typen, als hätten wir einfach nur gesagt, hey, ich hätte eine Variable gerne und den Typ darfst du selber bestimmen, haben wir ja schon drüber geredet. Werden uns dann aber nächstes Mal damit genauer auseinandersetzen. Das heißt, heute benutzen wir die Python-Schreibweise davon und nächstes Mal dann noch ein bisschen mehr, damit ihr den Hintergrund auch davon versteht. So. Also, wir schreiben erstmal hier oben eine Funktion hin. Wir wollen quasi eine Funktion definieren, deswegen hier def. Manchmal schreibt man auch einfach function. Und ja, dann muss diese Funktion einen Namen kriegen. Und dieser Name ist jetzt einfach mal bei uns foo, weil ist irgendwie klassisch, dass man eine Funktion entweder foo oder bar oder buts nennt. Keine Ahnung, wo das genau herkommt. Aber okay. Foo, und jetzt wollen wir hier Klammer, Klammer. Diese Klammern werden im nächsten oder übernächsten Video noch sehr, sehr wichtig werden, wenn es dann tatsächlich um auch Rückgabewerte geht, für die Leute, die es vielleicht schon kennen. So, und was wir jetzt machen, wir müssen irgendwie sagen, hey, ich will jetzt eine Funktion definieren und das ist der Code von meiner Funktion. Also das hier oben nennt sich Funktionskopf oder Head oder sowas. Also Englisch wäre Head, Deutsch wäre der Kopf der Funktion. Und was wir jetzt bauen, ist der Rumpf der Funktion. Der Rumpf der Funktion, da ist dann tatsächlich Code drin. Wir werden aber auch noch später irgendwann mal Funktionen kennenlernen, die haben tatsächlich nur so einen Kopf. Warum ist das irgendwie cool? Naja, abstrakte Funktionen werden wir dann noch behandeln. Okay, also was wir jetzt brauchen, ist den Funktionsrumpf. Und dazu müssen wir sagen, der Rumpf fängt jetzt an. Das macht man entweder mit so geschweiften Klammern oder aber mit einem Doppelpunkt. Also so, und dann muss man aber zwingend einrücken. Bei geschweiften Klammern muss man nicht einrücken, man sollte aber, damit es ein bisschen lesbarer wird. Okay, und ich mache das hier gerade mal noch ein bisschen größer, wir brauchen ja gerade nicht so viel Platz. Ja, warum ist das cool, wenn wir jetzt hier so eine Funktion definieren? Also ich mache das jetzt mit den geschweiften Klammern, ich bin irgendwie ein geschweifter Klammer-Fan. Habe ich aber auch schon gelesen, dass das viele andere von euch auch sind, deswegen ist es vielleicht besser, wenn ich die Schreibweise hier benutze. Man gewöhnt sich ganz schnell an die geschweiften Klammern und man sieht vor allem gleich, von wo bis wo geht das. Bei einem Doppelpunkt habe ich das Desaster. Jetzt muss ich hier quasi schauen, also hier steht Code, dann habe ich hier Code und dann habe ich hier nochmal Code und dann aber hier unten wieder nicht, da ist es nicht mehr eingerückt und dann weiß ich, okay, plötzlich habe ich hier Code, der nicht mehr zur Funktion gehört. Und das ist, finde ich, ein bisschen sehr, sehr unübersichtlich. Deswegen ist es mir deutlich lieber, wenn ich das Ganze so habe. Dann sehe ich, okay, von geschweifter Klammer bis zu geschweifter Klammer sehe ich, wo der Code quasi zur Funktion gehört und der hier gehört nicht mehr dazu. Deswegen nehme ich jetzt die geschweifte Klammernotation, aber ihr wisst, wie es mit einem Doppelpunkt auch funktionieren würde. Und ja, was ich jetzt hier in diesem Funktionsrumpf mache, ist der Code reinschreiben, der quasi 100 Mal ausgeführt werden kann, also quasi immer ausgeführt werden kann, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Also einfach Sachen, die wir auslagern wollen, weil wir sie eben mehrfach benutzen wollen. Zum Beispiel wollen wir jetzt in unserer Funktion foo erstmal hi ausgeben und dann, also zum Beispiel in log einfach. Wir wollen einfach nur den aktuellen Status auf unserer Command-Line, also Kommandozeile ausgeben lassen, um dann zu sagen, hey, so sieht's gerade aus. Das heißt, wir sind jetzt gerade so und so weit mit unserem Programm und ja, wir starten zum Beispiel gerade und das kann dann auch schön formatiert sein. Hier zum Beispiel irgendwelche Sternchen rein und starte das Programm. So, und dann hier eben noch irgendwelche
Bodenstrich oder sowas, damit man hier schön sehen kann, wie das Programm dann auch wirklich aussieht. Und damit man das nicht jedes Mal machen muss, weil wir es zum Beispiel mehrfach in einer Session starten oder sowas, da sagt man sich dann, okay, ich baue mir eine Funktion und das muss ich nur einmal hinschreiben und danach kann ich die Funktion benutzen. So, jetzt, warum habe ich die Funktion hier oben hingeschrieben? Naja, meistens macht es nichts, ist egal, wo die Funktionen stehen, aber bei manchen Programmiersprachen braucht man die Funktion über dem Codeabschnitt, wo man die Funktion dann auch tatsächlich aufruft, das heißt benutzt. Was bedeutet aufrufen, benutzen? Wenn ich jetzt dieses Code-Stück hier ausführe, also dieses Programm hier ausführe, dann passiert einfach gar nichts, obwohl ich hier zweimal Print ausgegeben habe. Nicht wundern, es würde einfach überhaupt nichts passieren. Warum ist das so? Naja, wir haben hier gesagt, wir wollen was ausgeben, wenn diese Funktion aufgerufen wird, aber sonst gar nicht. Und das heißt, wir müssen diese Funktion jetzt aufrufen und das machen wir, indem wir nicht mehr Function hinschreiben. Das sagt uns, wir wollen eine neue Funktion definieren, sondern wir nehmen jetzt den Namen der Funktion, Klammer, Klammer und fertig. Das heißt, in manchen Fällen dann natürlich noch ein Semikolon, je nachdem, ob man das braucht oder nicht, aber das wisst ihr mittlerweile. Was jetzt passiert ist, wir sagen, okay, diese Zeile 5 hier, die wird uns jetzt das Programm so umleiten, dass die Funktion foo aufgerufen wird. Das heißt, wir nehmen uns sozusagen, wir kopieren uns den Funktionsrumpf hier rein. Also, als hätten wir das gemacht. Das steht jetzt im Prinzip da. Also, nicht komplett, es funktioniert intern ein bisschen anders. Werden wir auch noch drauf eingehen, aber jetzt nicht in diesem Video. Es ist einfach so, als hättet ihr genau diesen Code ausgeführt. Und das einfach nur durch diesen Funktionsaufruf foo. Warum ist das jetzt so cool? Ich kann das so oft machen, wie ich möchte. Ich kann hier nochmal foo machen und nochmal foo. Und ich kann von mir aus auch eine Vorschleife machen. Keine Ahnung, i kleiner 10, i plus plus. Und dann kann ich hier sagen, ups. So. Und dann kann ich hier sagen, ich möchte gerne foo aufrufen. Einfach nur eine Zeile und es wird plötzlich, also diese eine Zeile hier und es wird jedes Mal in meinem Schleifendurchlauf foo ausgegeben. Also nicht foo ausgegeben, sondern eben dieses Print startet das Programm und dann diese Bodenstriche hier. Ja, warum ist das irgendwie sinnvoll? Wir werden noch sehen, wie man diese Funktion auch noch ein bisschen anpassen kann. Das heißt, ich mache nicht jedes Mal genau dasselbe, sondern ich mache immer unterschiedliche Sachen, trotz dass ich dieselbe Funktion habe. Und das macht das ganze Programm dann extrem mächtig. Ihr könnt vielleicht, wenn ihr an Funktionen denkt, auch mal an die Mathematik denken. Die haben auch Funktion f von x ist gleich 2 mal x zum Beispiel. Das wäre auch eine Funktion. Nur dass wir hier nicht Function geschrieben haben, sondern wir haben eben geschrieben f von x. Wir sagen eine Funktion f mit dem Namen f sozusagen, die kann aber auch foo heißen hier. Also eine Funktion foo oder f von x ist gleich, das heißt, sie berechnet uns 2 mal den Wert, den wir reingesteckt haben. Und das sind jetzt noch die Schritte, die wir in den nächsten paar Videos machen. Nämlich erstens mal, sie berechnet uns was und gibt uns dann das Ergebnis zurück. Und wir wollen diese Parameter behandeln. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!